Ich habe auf der Herfahrt mir das Plakat nochmal zu Gemüte geführt, was hier aushängt auch, und habe mal durchgelesen, über was ich alles reden soll. Das hat mich so etwas mit Schrecken erfüllt, weil da sind fast alle Themen drauf, um die es überhaupt geht. Und mehr als 2 Stunden werden Sie mir wahrscheinlich heute Abend nicht zuhören wollen. Und mal schauen, was ich da bewältigt kriege. Ich weiß aber auch nicht, wie weit ich ausufere. Wir werden aber danach auch noch die Möglichkeit haben, ein bisschen ins Gespräch zu kommen, soweit das bei einem so großen Publikum möglich ist. Ich soll ja über die Zukunft der Landwirtschaft reden, über die Frage, wie kann es eigentlich künftig weitergehen und was sind die Systeme von Landwirtschaft, die funktionieren werden. Das kann man blöderweise nicht, wenn man nicht ganz kurz einen Blick darauf wirft, wie jetzt Landwirtschaft betrieben wird, jedenfalls immerhin in Deutschland auf 92% der Fläche. Und das heißt ja deswegen konventionell, weil es sozusagen zur Konvention geworden ist. Und da muss man feststellen, dass es an vielen Punkten einfach nicht funktioniert. Sie haben im Grunde genommen, Herr Dümmern, das oft in Ihrem kurzen Einführungsreferat schon benannt, um welche Themen es geht. Und ich will Sie ein bisschen nochmal aufgreifen. Also, die Hauptthemen, über die wir sprechen, wenn es darum geht, ob es so weiter funktioniert oder nicht. Also, der erste Punkt ist das Problem der Nährstoffflüsse. Wir haben in der Landwirtschaft die Nährstoffflüsse in einer Art Einbahnstraße organisiert und wir reden da als allererstes von der Problematik des Stickstoffkreislaufes. Das Stickstoff, der wichtigste Nährstoff in der Landwirtschaft ist Ihnen sicher bewusst. Stickstoff ist das zentrale Atom von Aminosäuren. Aminosäuren sind die Bausteine des Lebens. Daraus besteht auch jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch. Und infolgedessen braucht man Stickstoffdünger. Da sind wir ziemlich gut geworden mittlerweile in der Landwirtschaft. Seit ungefähr 100 Jahren haben wir zur Verfügung, was die Herren Haber und Bosch vor 100 Jahren erfunden haben, nämlich dass man den nicht reaktiven Stickstoff der Atmosphäre in reaktiven Stickstoff bringt, den man als Dünger einsetzen kann. Und außerdem produzieren wir große Mengen auf Millionen von Hektaren an Stickstoff. In Südamerika insbesondere, nämlich dort, wo man vorher mal Urwald hatte, dann Sojabohnen anbaut und diese Sojabohnen als Futter zu uns bringt. Die bestehen zu einem sehr hohen Prozentsatz aus Eiweiß und damit sind wir wieder beim Stickstoff. Das wäre alles nicht kein Problem, wenn dieser Stickstoff dort hinkäme, wo er hinkommen soll. Aber nach wie vor ist es so, dass wir in Deutschland von 160 Kilogramm Stickstoff, die wir im Durchschnitt ausbringen, nur 90 Kilogramm bis in die Pflanze hineinbringen. Also 90 Kilogramm ist ungefähr der Stickstoffüberschuss, den wir haben. Und dieser Stickstoffüberschuss verursacht Probleme, weil er nämlich nicht da ist, nur weil es ein Überschuss ist, sondern der geht ja wohin, dieser ganze Stickstoff. Und da gibt es im Wesentlichen 3 Pfade und jetzt komme ich endlich bei dem an, was Sie hier sehen. Der eine Pfad ist als Nitrat über das Grundwasser dorthin, wo unser Wasser entsteht, als Trinkwasser. Was Sie hier sehen, ist nicht etwa die Karte des Großdeutschen Reiches, sondern das sind die Flusseinzugsgebiete von Mitteleuropa. Und da können Sie sehen, in welchem chemischen Zustand sich die Gewässer dort befinden. Überall, wo es rot ist, ist es schlecht bis dramatisch. Überall, wo es grün ist, ist alles in Ordnung. Und überall, wo es blau ist, ist der Bodensee. Und dass die roten Flecken sich ausgerechnet dort finden, wo am meisten Tiere gehalten werden, hat einfach damit zu tun, dass dort auch die höchsten Probleme in diesem Stickstoffkreislauf auftreten, weil wir in vielen Gegenden Deutschlands eine Tierhaltung haben, wo die Anzahl der Tiere und damit natürlich die Menge der Ausscheidungen nicht in einem vernünftigen Verhältnis mit der Fläche stehen. Das ist der eine Pfad über den Nitrat des Grundwassers. Der zweite Pfad geht über die Oberflächengewässer in die Weltmeere. Dort wirkt der Stickstoff als das, für was er gedacht ist, nämlich als Düngemittel. Das Algenwachstum, was auf diese Weise angeheizt wird, führt nämlich im Moment des Absterbens der Algen zu einem Sauerstoffverbrauch und dann haben sie sehr schnell das Problem, dass Meeresgebiete umkippen. Diese Karte hier von den Vereinten Nationen zeigt weltweit die sogenannten Death Zones, die Todeszonen, in denen durch diese Überdüngung der marinen Ökosysteme, der Meeresökosysteme, das Leben dort abstirbt. Die größte solche Todeszone findet sich in der Ostsee, ungefähr 1/4 des Ostseebodens ist biologisch tot und der Rest verteilt sich, wie Sie das hier auf der Karte sehen, auf die Flussmündungen der Welt.
Da gibt es noch einen dritten Pfad. Der dritte Pfad ist als Ausgasen, Stickoxide. Das kommt direkt aus dem Dünger, es kann aber auch aus dem mineralischen Dünger, kann aber auch aus tierischem Dünger kommen. Stickoxide sind sehr wirkmächtige Treibhausgase und infolgedessen auch Mitverursacher von Klimawandel. Grundwasser, Nitrat, Oberflächenwasser, Weltmeere und Stickoxide. Das ist das Problem der Nährstoffüberschüsse, mit denen wir an vielen Stellen in Deutschland und anderswo zu kämpfen haben. Und was im Wesentlichen mit der Frage des Kreislaufes und des nicht geschlossen Seins von Kreislaufen zusammenhängt. Das zweite Thema ist die Frage mit dem Klimawandel. Die hat mit der Landwirtschaft natürlich sehr, sehr viel zu tun. Das haben wir dieses Jahr deutlich gemerkt, dass das so ist. Und wir merken es immer deutlicher daran, dass die Wetterextreme zunehmen. Dieses Jahr war es Dürre, aber das gibt ja mal andere Jahre. Da ist das Extreme, sind das extreme Niederschläge. Diese Karte, die Sie hier sehen, stammt vom Weltklimarat und die zeigt in den dunklen Flächen, wo die kleinen weißen Punkte sind, die Flächen, wo man am meisten damit rechnet, dass die landwirtschaftlichen Erträge abnehmen. Naheliegenderweise ist das genau dort, wo die Menschen leben, die am wenigsten mit den Ursachen des Klimawandels zu tun haben, nämlich da, wo es ohnehin schon wärmer ist. Endlich ungerecht wird es, wenn Sie schauen, dass auf den schraffierten Flächen man ja sogar mit einer Anhebung der landwirtschaftlichen Produktivität im Rahmen des Klimawandels rechnet. Und das wäre dann genau, wo wir leben. Dass diese Frage mit allen Menschen, die auf der Welt leben, zu tun hat, also auch mit denen, die vielleicht sich ausrechnen können, dass der Klimawandel bei ihnen nur erfreuliche Aussichten hat, so wie Frau Klöckner uns in einer Fernsehdiskussion gesagt hat, dann könnte man weiter nördlich Wein anbauen, was mich wirklich aus den Socken gehaut hat, als sie das gesagt hat. Dass das nicht nur mit uns zu tun hat, das wissen wir spätestens, seit wir verstehen, dass die Menschen einfach nicht dort sitzen bleiben und warten, bis sie verhungert oder verdurstet sind, wo sie leben, sondern sich dann irgendwohin aufmachen, wo man noch leben kann. Die Landwirtschaft ist prominentes Opfer des Klimawandels, was klar ist, weil sie wirtschaftet unter freiem Himmel, aber sie ist auch Täter. Irgendwie hat sie das jetzt auch noch verzerrt, aber Sie können es hoffentlich sehen einigermaßen. Sie brauchen es aber auch nicht in Ziffern dran, denn was das hier zeigt, ist einfach, es gibt verschiedene Studien, die untersuchen, wie viel Beitrag zum Klima, zu den Klimagasen leistet die Landwirtschaft und die Ernährungsketten. Also das ist jetzt nicht nur die landwirtschaftliche Produktion, sondern das geht los mit der Umwandlung von Urwald in Sojafläche und endet mit den Kühlketten der Lebensmittelindustrie. Und da kommt man je nach Studie in einen Bereich zwischen 20% und 30%. Die Mittlung ist 22%. Das ist bedeutend, denn mehr als 22% hat wahrscheinlich kaum ein anderer Wirtschaftszweig auf der Welt. Sodass die Frage, ob die Landwirtschaft sich darauf beschränken kann, darüber zu jammern, dass sie Opfer des Klimawandels ist, aber keinen Anteil daran hätte, was dann zu ändern, dass Treibhausgase ausgestoßen wird, sich von selber beantwortet. Oder um es weniger verschwurbelt auszudrücken, wir müssen auch was dafür tun, dass wir weniger Treibhausgase ausstoßen. Und das können wir als Landwirtschaft nur sehr begrenzt alleine. Das können wir aber sehr wohl, wenn es um die Frage der Ernährungsstile geht. Denn ein großer Teil dieses Klimagasanteils beruht auf dem hohen Anteil an tierischer Erzeugung, also an Fleischverbrauch. Und ein hoher Teil beruht einfach darauf, dass wir einen großen Teil des Essens, das wir herstellen, gar nicht aufessen und die Folge dessen viel mehr erzeugen, als wir eigentlich erzeugen müssten. Ein Thema, was Ihnen sicher bekannt ist. Interessanter ist aber noch ein dritter Bereich, in dem die Landwirtschaft mit dem Klimawandelsgeschehen zu tun hat. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Grafik schon mal begegnet ist. Diese Grafik zeigt, wie sich der CO2-Gehalt der Atmosphäre über die letzten 800.000 Jahre verändert hat. Das weiß man deswegen, weil man im arktischen Eis 3.000 Meter tief bohren kann und in diesen Bohrkernen, also in dem Eis, finden sich Lufteinschlüsse und die kann man analysieren. Und da kann man gucken, in jeder Schicht von Eis, die unterste ist 800.000 Jahre alt, wie hat sich die Atmosphäre zu diesem Zeitpunkt zusammengesetzt.
Und dann stellt man fest, und das können Sie hier an diesem wilden Gezackel sehen, dass sich über 800.000 Jahre hinweg der CO2-Gehalt der Atmosphäre immer stark verändert hat. Der schwankte in einem Korridor zwischen 160 und 300 Part per Million. 800.000 Jahre. Und immer dann, wenn besonders hohe CO2-Gehalte waren, waren Warmzeiten und das Umgekehrte auch, also Kaltzeiten bei niedrigen. Und zum allerersten Mal im Jahr 1920, zum ersten Mal in 800.000 Jahren, hat diese Kurve die 300 Part per Million nach oben durchstoßen. Und vor, ich glaube mittlerweile 3 Jahren, sogar die 400er Grenze. Wer angesichts von sowas noch erzählen kann, wir Menschen würden möglicherweise gar nichts mit diesem Treibhausgasgeschehen zu tun haben, redet einfach blanken Unsinn, was Ihnen hoffentlich allen bewusst ist. Was die Kurve aber eben auch sagt, ist, und heute haben wir das in Nachrichten hören können, die Probleme sind ja längst massiv da. Ich hatte vor 3 Jahren die Möglichkeit, in den Philippinen zu sein und dort mit den Bauern zu sprechen, die mir erzählt haben, was diese zunehmend häufiger, stärker und asaisonaler werdenden Taifune mit ihrer Existenz machen. Da wird einem das klar. Selbst wenn wir es schaffen sollten, ab morgen gar keine Treibhausgase mehr auszustoßen, haben wir immer noch viel zu viel davon in der Atmosphäre. Und da das nicht nur ich weiß, sondern alle Leute wissen, gibt es ja schon längst die abenteuerlichsten Vorschläge dafür, wie man Treibhausgas aus der Atmosphäre entziehen könnte, indem man es in Kavernen verpresst und so. Das Problem mit all diesen Technologien, die man unter Geoengineering zusammenfasst, ist, dass diese Technologien 2 Eigenschaften gemeinsam haben. Erstens sind sie wahnsinnig teuer und zweitens haben sie ziemlich unkalkulierbare Nebenfolgen. Wir Landwirte haben aber eine Technologie, mit der können wir zu Recht bescheidenen Mitteln und mit ausschließlich bekannten und zwar positiven Nebenfolgen Kohlenstoff speichern. Das machen wir schon seit tausenden von Jahren. Ja, wir machen es nicht nur, wir machen auch das Gegenteil, wir bauen auch ab, nämlich Humus. Durch den Aufbau von Humus kann man Kohlenstoff speichern. Denn dieser Humus geht durch die Folge, das beginnt mit der Photosynthese der Pflanze, die den Kohlenstoff und das Wasser und die Energie der Sonne dazu verwenden, Kohlenstoffverbindungen zu machen, die je komplexer sie werden, dann im Boden als Humus auch stabil sein können. Die französische Regierung hat für den Pariser Klimagipfel ein Projekt vorgeschlagen, die Cat-Promille hieß das, 4 Promille, das sich mit dieser Frage beschäftigte. Der damalige Bundesminister Schmidt hat sich dieser Initiative angeschlossen. Es ging um die Ansage, wenn es uns gelingen würde, das ist jetzt eine hypothetische Zahl, ja, wenn es uns gelingen würde, weltweit auf allen Böden, die landwirtschaftlich genutzt werden, auch nur 4 Promille mehr Humus zu haben, dann wäre das genau die gleiche Menge, wie wir an jährlichem Treibhausgasausstoß insgesamt haben. Bei uns in Deutschland wird man mit 4 Promille nicht furchtbar viel anrichten, weil wir recht wenig Fläche auf ziemlich viel Treibhausgasausstoß haben. Aber wenn Sie es global nehmen, ist das eine ernsthafte Größe. Und wenn Sie dann bedenken, dass Humusaufbau ja noch viele sehr, sehr wichtige Nebenfolgen hat, nämlich Wasser dringt besser ein, wenn es stark regnet, Wasser wird besser gehalten, wenn es trocken ist und zur Verfügung gestellt. Die Bodenfruchtbarkeit überhaupt steigt an, bis hin zu so Fragen von Feuchtigkeit und Kleinklimaveränderung. All das sind Nebenfolgen, die außerordentlich erwünscht sind, und die gerade im Zusammenhang mit den Folgen des Klimawandels, wie wir sie schon erleben, von großer Bedeutung sind. Denn je stärker die Starkregenereignisse werden, desto wichtiger ist, dass die Böden wasseraufnahmefähig sind und nicht davon schwimmen, wenn es stark regnet. Deswegen wären wir ziemlich bescheuert, wenn wir diese Methode, also den Aufbau von Humus, nicht zu einem Zentrum dessen machen würden, was unsere Landwirtschaft betreibt. Und da rede ich von Technologie, da rede ich von Wissen, da rede ich aber auch durchaus von politischen Maßnahmen, die das fordern sollen und nicht mit der Gießkanne die Tatsache fordern, dass wir Landwirtschaft betreiben. Ich war beim Stickstoff, ich war beim Klimawandel, ich komme jetzt zu dem, was natürlich auch angesprochen worden ist, die Sache mit dem Insektensterben. Und darüber hinaus natürlich das Thema Biodiversität überhaupt.
Im Jahr 2013 ist diese Studie zum ersten Mal veröffentlicht worden von den Krefelder Entomologenverein, dieser Insektenforscherverein, die über einen langen Zeitraum an vielen Stellen Insektenfallen aufgestellt hatten und ausgewertet haben, was da drin sich an Biomasse fängt, also an Gewicht. Und die festgestellt haben, innerhalb von 15 Jahren haben wir einen Rückgang der Biomasse von 80% oder 75% waren es, glaube ich, 75%. Das hat erstaunlicherweise fast niemand wahrgenommen damals. Obwohl es im Grunde genommen sich einschreibt in lauter Ergebnisse, die auch schon vorher vorlagen, und es hat erst letztes Jahr wirklich die Öffentlichkeit wahrgenommen, dass sich da was tut, nämlich als eine große Gruppe von englischen, niederländischen und deutschen Insektenforschern sich diese Krefelder Ergebnisse vorgenommen haben und sich angeschaut haben, stimmt das, was die da gemacht haben, ist das wissenschaftlich valide? Und dann haben die gesagt, ja, das ist so. Und irre fand ich, was dann von interessierter Seite an Gegenpropaganda entfaltet worden ist, um zu zeigen, dass die ja Blödsinn reden und dass das ja nur lokal begrenzt ist. Man könnte das gar nicht hochrechnen. Und im Übrigen wären das ganz unwissenschaftliche Leute. Also all diese Sachen, die wir ja auch im Zusammenhang mit den Klimawandelsfragen kennen, wenn einem solche wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht passen, dann möchte man auf keinen Fall mehr über Wissenschaft reden, sondern über Bauch. Nämlich ganz genau das, was einem immer vorgeworfen wird. Dabei wäre das ja überhaupt kein Problem, diese wissenschaftlichen Ergebnisse mit dem eigenen Erleben zu korrelieren. Denn wir wissen ja alle, dass Insekten weniger geworden sind. Die berühmte Geschichte mit den Windschutzscheiben. Mittlerweile reden alle davon. Ich habe davon nach so einer Veranstaltung vor ein paar Jahren, gar nicht weit von hier, hat mich ein Berufskollege darauf angesprochen und gesagt, hast du mal darauf geachtet? Früher hatten wir doch alle diese gelben Kratzelschwämmchen immer und wo sind die eigentlich? Unsere derzeitige Landwirtschaftsministerin hat uns, wir hatten einen Termin, wieder einen sehr kurzen Termin mit ihr gesagt, das hinge an der Aerodynamik der Windschutzscheiben. Das hat mich schon ziemlich fertig gemacht, weil ich meine, es ist einfach mit Händen zu greifen, was da passiert. Es gibt natürlich auch noch jede Menge andere Studien. Es gibt aber das eigentlich schon viel, viel länger. Was ich Ihnen hier zeige, stammt aus dem Jahr 1951 bis 1981. Die Uni Kiel hat damals in diesem Zeitraum 30 Jahre lang Laufkäferfallen, also jetzt nicht Fluginsekten, sondern Laufkäfer, Laufkäferfallen aufgestellt in Weizenstäben und dann sozusagen die Beute dann aufgelegt, so wie Sie es hier sehen. 1951, 1981. Verstehen Sie, das heißt, die 75% oder diese Abnahme, wie immer, ist nicht in Bezug auf das hier, die ist in Bezug auf das. Nun kenne ich Leute, die würden Ihnen allen Ernstes sagen, ja warum, ich meine, wir wollten doch auch Weizen ernten und nicht Käfer. So Leute können Sie finden. Also ich meine, manchmal leider tummeln sich in den Blogs die Leute, die wirklich die größten Nerds sind, deswegen darf man das nicht statistisch nehmen, aber in einer Diskussion in einer Landwirtschaft-Fachzeitschrifts-Blog im Internet war zum Thema Biodiversität zu lesen der Eintrag Biodiversität? Fragezeichen, wir haben noch genug Unkraut, Ausrufezeichen. Also ich würde überhaupt nicht behaupten, dass alle Berufskollegen das so sehen, aber ich glaube, dass die Bedeutung von dem, was Biodiversität für uns ist, bei uns Landwirten zu einem großen Teil noch nicht wirklich angekommen ist. Es ist noch nicht angekommen, weil wir vielleicht nie wirklich verstanden haben, was Ökosysteme sind. Weil doch das nämlich klar ist, dass wenn wir über Insekten reden, wir ja nur über einen Ausschnitt aus Nahrungsketten reden. Dass immer alles mit allem zusammenhängt. Und wenn die Feldvögel der offenen Agrarlandschaft so massiv zurückgegangen sind, ich meine, jeder Mensch, der mit einigermaßen offenen Augen und Ohren durch die Flur spazieren geht, weiß das. Da brauche ich gar keine Wissenschaftler dafür. Also wenn ich verstehe, dass es Ökosysteme sind, dann ist doch auch klar, wie groß die Katastrophe ist.
Meine Mutter, die ist 91 Jahre alt, hat mir gestern etwas gesagt, vorgestern etwas gesagt, was mich ziemlich beeindruckt hat. Die hat vor der Haustür einen Feuerdornbusch. Da sind immer so Beeren dran. Und diese Beeren, sagt sie, werden in normalen Jahren, wenn die so nach zwei, drei Wochen sind die weg. Da haben sie nämlich die Vögel gefressen. Und sie ist total beunruhigt, weil sie sagt, ich verstehe das nicht, seit 8 Wochen sind die Beeren dran, die werden nicht gefressen. Natürlich sind das, was der Wissenschaftler anekdotische Erlebnisse nennt. Aber da das Ganze längst wissenschaftlich untermauert ist, müssen wir das unglaublich ernst nehmen, was da passiert. Wir erleben einfach Zusammenbrüche von ganzen Ökosystemen. Und auch dem wird man dann sehr, sehr gerne auf irgendwelche, also da gibt es so Ausweichmechanismen. In Frankreich, das hat mir sehr gefallen, das ist meine Meldung, in Frankreich hat man auch festgestellt, dass die Feldvögel so viel weniger werden. In Frankreich, also ich liebe Frankreich, aber manchmal sind sie an ein paar Stellen immer etwas langsamer. Sie wissen, was Waldsterben auf Französisch heißt? Le Waldsterben, ja? Also, aber gut, jetzt ist die Frage mit dem Vögelverschwinden auch angekommen. Und dann stand in dieser Meldung, der Verband, das ist die Coordination Rurale, das ist ein dortiger Bauernverband, der Verband verwies in diesem Zusammenhang unter anderem auf die Populationsexplosion bei verwilderten Katzen, den Autoverkehr und den Verbrauch von landwirtschaftlichen Flächen. Ja, natürlich, diese Katzen sind ein echtes Problem, das will ich nicht leugnen. Und der Autoverkehr und die landwirtschaftliche Flächenverminderung ist es ganz, ganz sicher. Und auch die Lichtverschmutzung spielt ihre Rolle. Aber wie sollte es denn sein, dass wir, die wir als Landwirtschaft über die Fläche, über die Hälfte der Fläche bewirtschaften und dort auch noch mit Mitteln, die in der Natur überhaupt nicht existieren, ständig eingreifen, dass wir mit dem Geschehen nichts zu tun haben sollten? Deswegen ist die Frage, wie die Landwirtschaft der Zukunft ausschauen kann, sehr, sehr stark damit verknüpft, wie wir auf die Biodiversität einwirken. Diese Anzeige stammt aus Top Agrar, Februar 2018, 17, ist schon eine Weile her. Und dort wirbt Syngenta für ein Mittel, das Karate-Zeon heißt. Und Sie werden mir vielleicht zustimmen, dass einem die Frage doch kommt, ob wir noch alle Tassen im Schrank haben. Man ja annehmen, nein, man müsste annehmen, dass wenn wir über Jahrzehnte lang alle Schadpilze mit Fungiziden, alle Schadinsekten durch Insektizide, alle Unkräuter durch Herbizide, alle Schnecken mit Molluskiziden und bekämpft haben, dass die dann mal weniger werden, oder? Wäre doch total logisch. Und wenn die weniger werden, müssten wir ja auch mal weniger Pestizide einsetzen. Und in der Tat, in den meisten Diskussionen, die ich habe, wo Berufskollegen im Raum sind, die sagen mir dann, bei uns ist das jetzt viel weniger als früher. Also meistens ist es dann immer genau bei denen gerade viel weniger als früher, aber insgesamt ist es nicht weniger als früher. Das ist die Entwicklung des Inlandsabsatzes an Pflanzenschutzmitteln in Deutschland von 1994. Die Statistik reicht weiter vor, weil da kommt die DDR mit rein, dann sind die Zahlen weniger vergleichbar. Und was Sie daran sehen ist, dass es nicht weniger geworden ist. Und zwar in Tonnen, nicht? Das sind die Wirkstoffmengen in Tonnen. Es ist nicht weniger geworden, trotz der Ausweitung des ökologischen Landbaus. Immerhin, in der Zeit haben wir den ökologischen Landbau von nahezu nichts auf mittlerweile 8% ausgeweitet. Im Ökolandbau werden auch Pestizide eingesetzt. Naturpestizide, die aber nur auf 3% der Fläche eingesetzt werden, infolgedessen müsste das ja schon zu einer deutlichen Reduzierung geführt haben. Und was anderes hätte auch zu einer Reduzierung führen müssen, nämlich es gibt viele Mittel, die heute ganz anders formuliert sind als vor 20 Jahren, nämlich da wird nicht mehr im Kilogrammbereich Wirkstoff ausgebracht, sondern im Grammbereich. All das hätte dazu führen müssen, dass diese Kurve steil nach unten geht. Warum tut sie es nicht? Sie tut es nicht deswegen nicht,
weil die Bauern bescheuert werden und Sachen anwenden, die sie gar nicht anwenden müssten. Oder weil die eine besondere Lust daran hätten, diesen Firmen zum Umsatz zu verhelfen. Sondern weil die Ökosysteme immer mehr zusammenbrechen. Weil das Einwirken von einem Stoff wie Karatezeon unmöglich, obwohl ich das die längste Zeit auch mal geglaubt habe als Bauer. Ich habe 6 Jahre konventionell auch gewirtschaftet und habe auch danach noch lange gebraucht, bis ich viele, viele Sachen kapiert habe. Obwohl so ein Stoff unmöglich immer nur auf genau den Organismus wirken kann, für den er gedacht ist. Das Wort Nicht-Zielorganismus kam in meiner Ausbildung nicht vor. Ich habe das tatsächlich geglaubt, dass der Stoff, also wenn so eine Flasche ist, da steht drauf gegen Blattläuse, ich sprühe das, dann sind nur Blattläuse betroffen. Aber das ist ziemlich unwahrscheinlich. Und wenn es nicht wegen der direkten Einwirkung ist, dann ist es doch deswegen, weil, ich wiederhole es, wir ja in komplexen Ökosystemen wirtschaften. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pilz ausschalte mit einem sehr spezifisch wirkenden Fungizid, dann ist der vielleicht weg. Aber dadurch, dass der weg ist, verändert sich die Konkurrenzverhältnisse unter den anderen Pilzen. Und dann kann ein Pilz ein Schadpilz werden, der vorher gar keiner war. Das ist eine Erfahrung, die wir im Ackerbau durchaus haben. Also als ich studiert habe, hat man weder in Zuckerrüben noch in Mais von Pilzproblemen gewusst. Heute hat man die. Und eben diese Zahl, diese Kurve spricht ihre eigene Sprache. Und dieses in komplexe Ökosysteme einwirken führt eben dazu, dass wir eigentlich immer mehr vom selben machen müssen, um überhaupt noch zurechtzukommen. Jetzt lassen Sie mich mal auf die Sache mit dem Glyphosat kommen. Es gibt ja zwei Stichworte in dieser Diskussion. Das eine ist Glyphosat, das andere ist die Sache mit den Neonicotinoiden. Glyphosat hat eine erstaunliche Karriere gemacht, in denen ich habe meinen Betrieb übernommen im Jahr 86 und bis heute ist ja Glyphosat, glaubt man den Berufskollegen, zum Überleben, zur Überlebensversicherung geworden. Die Kollegen sagen einem, ohne Glyphosat kann man gar nicht arbeiten, das sagen einem nicht alle, aber viele. Und nun hat es diese Diskussion ja hauptsächlich deswegen so gegeben jetzt, aus zwei Gründen. Erstens hat die Weltgesundheitsorganisation diese Studie veröffentlicht und hat gesagt, also das war eine Metastudie. Nicht wie oft behauptet wird, die haben nur eine Studie gemacht. Das war eine Metastudie, also eine Studie, die viele Studien ausgewertet hat. Wo sie gesagt haben, Glyphosat ist potenziell krebsgefährlich. Wahrscheinlich krebsgefährlich, um es genau zu sagen. Das ist die zweithöchste Stufe. Die höchste Stufe wäre krebsgefährdend. Die kann man nur machen, wenn man Menschenversuche macht und das verbietet sich bei Glyphosat. Deswegen ist das die höchstmögliche Stufe, wahrscheinlich krebsgefährlich. Das hat ziemlich viel Wind gemacht. Und nun war die zweite Geschichte, dass das Glyphosat seine Zulassung verloren hat, weil jede Zulassung dauert nur eine gewisse Anzahl von Jahren. Und dann muss eine Neuzulassung erfolgen. Und für jeden Wirkstoff ist eines der europäischen Mitgliedstaaten zuständig. Für Glyphosat war es Deutschland. Und daraufhin kam das Bundesamt für Risikoforschung, das BfR, auf den Plan und nun hatten die zu beurteilen, ist das gefährlich und muss man deswegen der europäischen European Food Safety Authority, EFSA, empfehlen und damit dann auch den Entscheidern in der europäischen Politik, muss man denen empfehlen, Glyphosat nicht mehr anzuwenden, nicht mehr zuzulassen. Und nun kamen die zum Schluss, Glyphosat ist nicht krebserregend, haben sie alle mitgekriegt. Mal ganz abgesehen von der Frage, wie ist das eigentlich mit diesen ganzen Zulassungsverfahren und der Zuverlässigkeit der Daten, wenn die von den Verkehrsbringern eingereicht werden und so, auf die ich auch noch kommen werde, ist es so, dass es eigentlich nicht unbedingt einen Widerspruch gegeben hat zwischen der EFSA und der WHO. Denn was die WHO gemacht hat, die hat beurteilt, ist der Stoff als solcher krebserregend. Die EFSA hat aber zu beurteilen, ist ein Stoff in der Konzentration, in der wir ihn erwarten, bei guter fachlicher Praxis krebserregend. Das sind zwei verschiedene Fragestellungen. Und deswegen kamen die zu so verschiedenen Überlegungen, zu so vielen unterschiedlichen Schlussfolgerungen, zu zwei so unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Was blöderweise nicht zur Debatte stand, ist was ganz anderes, nämlich das, wie Glyphosat in der Natur wirkt.
Also ich glaube, dass diese Krebsgefahrschiene eigentlich komplett falsche war. Also mal abgesehen davon, dass, Sie haben ja mitgekriegt, diesen Fall von dem Hausmeister in den USA, der jetzt diese Millionen Entschädigung zugesprochen bekommen hat. Die gute fachliche Praxis, die müssen Sie mal nachlesen, wie die lautet, wird von fast niemand eingehalten. Sicher nicht von einem Hausmeister in den USA, der für 3 Schulen zuständig ist, das Unkraut wegzuspritzen, dass der bei diesen Temperaturen dort in den südlicheren Staaten mit Atemschutzmaske rumläuft, ist relativ unwahrscheinlich. Der hat einfach über Jahre weg das Zeug eingeatmet. Deswegen halte ich das für hochwahrscheinlich, dass das tatsächlich so war. Aber wie gesagt, dieser Pfad ist möglicherweise der falsche gewesen, weil der viel wichtigere Pfad ist die Frage, was macht das eigentlich im Ökosystem? Und da trifft für das Glyphosat das zu, was ich vorhin gesagt habe. Es ist ausgeschlossen, dass dieser Stoff nur das macht, was er soll, nämlich grüne Pflanzen zu vernichten. Nein, abgesehen davon, dass es auch ein Problem ist, wenn alle grünen Pflanzen vernichtet werden, in einer Zeit, wo die vielleicht notwendig, wo da ein paar notwendig wären, um Insekten noch am Leben zu halten. Es gibt diese Studie, die ich Ihnen hier zeige, die an der Universität Wien, also in der Bodenkultur gemacht worden ist, die zeigt, dass Glyphosat schädlich für Regenwürmer ist. Das ist ein Riesenproblem, weil Regenwürmer sind erstens sozusagen nur das Beispiel für Organismen im Boden. Also im Boden leben ja Milliarden von Organismen, von denen wir sehr, sehr wenig wissen. Aber sie sind die Viecher, die den Boden durchlässig machen und dafür sorgen, dass das Wasser eindringen kann, die abgestorbenen Pflanzenteile von oben nach unten holen und dafür sorgen, dass die vom Boden verdaut werden. Dass das so ist, hängt nicht unwesentlich damit zusammen, dass Glyphosat nicht nur ein Unkrautvernichter ist. Sie können dieses Patent, also wer das später von mir haben will, kann ich auch einen Link geben, aber Sie brauchen nur bei Google Patents nachschauen unter Glyphosat. Es gibt dieses Patent für Glyphosat als Antibiotikum. War Ihnen das bekannt? Das hängt damit zusammen, dass dieser gleiche Stoffwechselpfad, der bei grünen Pflanzen unterbrochen wird durch Glyphosat, auch bei Bakterien existiert. Und deswegen sagt diese Patentschrift, das, was ich Ihnen hier übersetzt habe, Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Substanz, die umfassend verwendbar ist, bei Infektionen durch Viren, Bakterien, Pilzen und Parasiten bei Mensch und Tier und als Fungizid, Bakterizid und Herbizid bei Pflanzen. Dann wundert einen nicht, dass dieser Stoff eben noch sehr, sehr viel mehr bewirkt, als nur den Acker braun zu machen, wenn ich ihn nicht grün haben will. Und wenn wir weiter über Glyphosat sprechen, dann müssen wir darüber sprechen, dass wir in einer bereits aus den Fugen geratenen Natur oder aus den Fugen geratenen Ökosystemen nicht noch mit solchen Stoffen arbeiten dürfen. Dass Neonicotinoide Probleme für Insekten darstellen, das kennen wir schon länger. Also schon im Jahr 2010 hat es, das habe ich jetzt einer Zeitung entnommen, der Saarländischen Online-Zeitung, da ging es um eine, die haben beschrieben eine Studie, in der dargestellt worden ist, dass die Langzeitrisiken von bestimmten Neonicotinoiden für auch die Bienen sehr groß sind. Mittlerweile sind etliche davon am Auslaufen und werden verboten, übrigens gegen den wütenden Widerstand derer, die gewollt haben, dass es unbedingt noch in Gebrauch bleibt, weil man es verkaufen kann, weil sie auch so praktische Produkte sind. Aber es passiert mit den Neonicotinoiden jetzt das Gleiche, was schon mit unzähligen anderen Pflanzenschutzmitteln, die man irgendwann für sicher erklärt hat, dann passiert ist, dass man festgestellt hat, sie sind eben doch nicht sicher, sie werden zurückgezogen. Und dass so ein Mittel dadurch ein Problem darstellt, dass Bienen ihr Orientierungsvermögen verlieren und nicht mehr zurück zum Stock finden, ja, sowas können Sie in keinem Zulassungsversuch abbilden, das ist völlig ausgeschlossen. Weil wir in den Zulassungen nicht nur solche Sachen nicht abbilden, sondern auch alle möglichen sehr komplexen Wechselwirkungen nicht abbilden. Zum Beispiel werden bei den Zulassungsverfahren immer nur die Wirkstoffe selber untersucht, nicht aber die Wirkstoffformulierungen. Da werden ja jede Menge andere Zusatzstoffe verwendet, zum Beispiel Netzmittel, damit diese Stoffe auch auf den Blättern haften bleiben.
Wie die in Kombination wirken, das wird nicht untersucht. Und schon gar nicht wird untersucht, wie die verschiedenen Stoffe, die wir da draußen einsetzen, gegeneinander wirken. Weder draußen noch in unserem Körper. Ich bin schon vor Jahren auf diese merkwürdige Studie gestoßen, da werden Sie erst recht nicht sehen können von ganz hinten. Es ist auch wurscht. Es geht um Kolquappen. Und das ist an der Universität von Pittsburgh gemacht worden. Das ist schon ganz alt, finden Sie trotzdem noch. Tadpoles heißen die Viecher auf Englisch. Tadpoles und Pittsburgh, dann finden Sie das sofort. Kaulquappen sind deswegen für die Zulassungsverfahren wichtig, weil die Kaulquappen, an denen misst man die Amphibienverträglichkeit von solchen Stoffen. Und jetzt, ich gebe zu, sehr vereinfacht ausgedrückt läuft das so. Sie haben ein Becken, da schwimmen diese Kaulquappen drin, dann tun Sie von dem Wirkstoff was rein und dann gucken Sie, wie es den Kaulquappen geht. Und wenn 50% von denen den Schirm zu machen, dann sind Sie bei der L50-Dosis und dann dividieren Sie das durch 100 und dann nochmal durch 100, dann sind Sie auf der sicheren Seite. So ungefähr läuft das. Das ist also ein sehr sicheres Verfahren. Was dieser Professor in Pittsburgh gemacht hat, ist, er hat untersucht, wie wirkt ein Insektizid, das er untersucht hat, übrigens eins, was auch mittlerweile wieder verboten worden ist. Wie wirkt das nicht in dem Becken, also im Labor, sondern wie wirkt das im Teich? Er hat also einen Teich genommen und hat dort die Konzentration von dem Zeug da reingetan, die als komplett unschädlich gegolten hat. Und dann hat er festgestellt, es sterben lauter Kaulquappen, und zwar in erheblichem Maß. Und dann hat er untersucht und hat festgestellt, dass die Kaulquappenfeinde, das sind irgendwelche Molche, beim Jagen irgendeinen Stoff aussondern, also die Saftung, glaube ich. Und dieser Stoff in Kombination mit diesem Wirkstoff bringt die Kaulquappen um. Ja, wie in der Welt wollen Sie sowas untersuchen? Geht überhaupt nicht. Wir hatten im Januar bei der Grünen Woche auf unserer jährlichen Pressekonferenz Professor Lies auf dem Podium in Berlin. Professor Lies ist vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und der untersucht so ähnliche Sachen wie dieser Professor in Pittsburgh, nämlich die Wirkung von Pestiziden in Fließgewässern, also in tatsächlichen Gewässern. Die simulieren die in einem riesigen Labor und dann gucken sie, was da passiert. Professor Lies erklärte uns, dass die Schadwirkung von Pestiziden im natürlichen Fließgewässer um den Faktor 100 bis 200 höher ist als in den Laborversuchen. Und den Grund kann man sich auch leicht erklären, weil die Tiere, die Betroffenen, in der Natur viel, viel mehr Stress haben. Die haben Beutestress, die haben Nahrungsstress, die haben Temperaturstress, was immer so Leute draußen in der freien Natur für Stress haben. Das haben die in den Becken nicht. Und dann stand dann ein Journalist aus dem Publikum auf und hat gesagt, sagen Sie, kommt mir irgendwie bekannt vor. Also es ist ein Stoff, der im Labor andere Werte als draußen hat. Können wir hier vom Dieselgate der Pflanzenschutzmittelindustrie sprechen? Professor Lies sagte, klar. Ich habe mich nur gewundert, warum das hinterher nicht in der Zeitung stand. Es waren lauter Journalisten im Raum. Das hat mich etwas unglücklich gemacht. Also, worauf ich mit all dem raus will, ist, dass Stickstoff und Nährstoff Kreisläufe nicht geschlossen sind, ist ein Problem für viele Ökosystemstabilitäten. Dass wir einen Beitrag zum Klimawandel leisten, ist ein Rumhacken auf unseren Worten. Dass wir Wurzeln, dass wir die Biodiversität vernichten, es ist noch nicht so schlimm, hoffe ich. Ich habe nämlich noch ganz schön viel zu erzählen. Dass wir mit der Art Landwirtschaft, die wir betreiben, einen Beitrag zu einer Verminderung der biologischen Vielfalt leisten, ist vielleicht das Schlimmste. Weil die biologische Vielfalt nichts anderes ist als das Immunsystem der Erde. Nun gibt es nicht nur die Pestizide, mit denen wir das machen. Wir tun das zum Beispiel, indem wir auf zu großen Schlägen wirtschaften. Wenn wir dann auch noch Pestizide einsetzen, haben wir auf diesen großen Schlägen nur eine einzige Pflanze. Ich bin gerade durch Sachsen-Anhalt gefahren, wenn Sie da so 300, 400 Hektar große Schläge sehen, dann kriegen Sie eine Vorstellung davon,
warum die Imker einem erzählen, dass man im Stadtgebiet von Berlin viel höhere Honigtrachten erzielen kann als im agrarischen Umland. Und dass die Biobauern weniger Problem für die Biodiversität darstellen, ergibt sich ein bisschen aus dem System, weil sie eben solche Stoffe nicht einsetzen und weil sie in vielfältigeren Fruchtfolgen arbeiten. Aber dass viele Biobauern noch sehr viel mehr tun könnten für die Förderung von Biodiversität und dass viele konventionelle Bauern, auch wenn sie konventionell sind, viel mehr noch tun könnten für die Biodiversität, ist etwas, was ganz oben auf unserer Agenda drauf müsste. Über die Sache mit der Tierhaltung werde ich heute nicht furchtbar lange reden. Ich nehme an, dass ich dieses Bild auch schon vor 6 Jahren, ne, kann nicht sein, 2013 war ist das erst. Das hat mich halt beeindruckt. Das ist eine, können Sie das überhaupt erkennen von Ihnen, was das ist? Ja, das ist von der landwirtschaftlichen Fachzeitschrift DLZ am August 2013 das Titelblatt. Und so sehen Sieger aus, zeigt einem schon irgendwie, dass wir das Gefühl dafür verloren haben, dass wir es damit mit Geschöpfen zu tun haben. Die Folgen davon kennen Sie auch, das ganze Thema Arzneimitteleinsatz, insbesondere Antibiotika in einer Tierhaltung, die dem tierischen Organismus so viel Leistung abfordert, wie wir das in der Hochleistungstierhaltung tun, was ich übrigens ein wichtigerer Begriff finde als Massentierhaltung. Das ist ein Thema, das ist Land auf Land abdiskutiert worden. Dabei sind wir hier noch Waisenknaben im Vergleich zu anderswo. Ich will Ihnen ein Bild zeigen, dass Sie, ich weiß nicht, wissen, was das darstellt. Kennt das jemand? Genau. Das ist eine Gülle-Lagune. Ja, das ist eine Gülle-Lagune. Und in dieser Gülle-Lagune wird gespeist aus den verschiedenen Feldern eines Feedlot, heißt das. Eine offene. Diese kleinen Punkte sind alles Rinder. Ja, das schaut ungefähr so aus. Warum zeige ich das hier? Also so schaut es bei uns nirgends aus. Und zwar nicht annähernd. Das zeige ich Ihnen deshalb, weil wenn wir, Sie hatten das vorhin ja kurz erwähnt, TTIP, wenn wir über Welthandelsabkommen reden, wenn wir über Handelsabkommen wie jetzt Mercosur reden, wo zigtausende von Tonnen Rindfleisch zusätzlich importiert werden können, dann ist das unter solchen Bedingungen entstanden. Und dass damit kein Bauer hier mithalten kann, das kann man doch an 3 Fingern abzählen. Was ich nicht verstehe, ist, warum Leute wie Sie hier auf TTIP-Demonstrationen marschieren, aber nicht der Deutsche Bauernverband. Der müsste da ganz, ganz vorne dran sein, weil hier wird die Existenz seiner Mitglieder vernichtet. Das war ein bisschen ein Exkurs, musste aber sein. Genauso wie das ein Exkurs ist, ich habe dieses Foto machen müssen, das ist auf dem Hauptbahnhof in München, weil der Text dasselbe ist wie bei den Kühen. Und es ist irgendwie auch, kommt mir vor, als ob auch da der Fotograf und der Werbetexter und der Werbeverantwortliche nicht wirklich verstanden hat, was er zeigt. Aber es ist Fakt, dass wir mit diesem Agrarsystem nicht nur jede Menge Probleme in unseren Ökosystemen schaffen, sondern dass wir auch noch Probleme schaffen in der Gesundheit der Menschen. Weil die Ernährung ja nicht getrennt werden kann von der Art, wie wir erzeugen. Verstehen, womit ich nicht meine, dass jetzt konventionelle Nahrung giftig wäre oder so, aber die Art und Weise, wie wir erzeugen, führt zu der Art und Weise, wie die Preisschilder ausschauen auf den Lebensmitteln und das führt zu der Art und Weise, wie wir uns ernähren. Ich habe das neulich gehört, in Deutschland sind die Gesundheits-, also die Kosten des Gesundheitssystems pro Tag, hat jemand ganz schnell eine Zahl? 1 Milliarde Euro. Ja, das ist mehr Geld als der Bundeshaushalt. Und man schätzt 30, manche schätzen 50% davon sind ernährungsbedingte Krankheiten. Das ist wahnsinnig viel Geld. Warum im Organigramm des Bundesgesundheitsministeriums das Wort Ernährung erst auftaucht, wenn Sie lang genug weiter da unten in die Verästelung gesucht haben, in der Abteilung für nicht ansteckende Krankheiten, erschließt sich da nicht.
Also wenn wir von der Instabilität unseres landwirtschaftlichen Systems reden, dann können wir das nicht ohne auch von der Instabilität unseres Ernährungssystems zu reden. Und dass das am Ende noch nicht einmal für die Bauern ein befriedigender Zustand ist, das hat sich ja vielleicht rumgesprochen. Das versteht, wenn bei all dem wenigstens die Bauern auf ihren Höfen säßen und unglaublich zufrieden, satt und reich wären. Das ist aber nicht der Fall. Auf 40% aller Höfe in Deutschland steht nur Nachfolger bereit. Und viele, viele Bauern, wenn sie draußen auf dem Land unterwegs sind, kennen sie vielleicht auch welche, insbesondere wenn sie Milchbauern sind gerade, haben richtige Existenzprobleme. Die Leute wirtschaften ja nicht in dem System, das ich hier so kritisiere, aus Ignoranz und aus Überdruss oder aus weiß der Geier was. Die wirtschaften ja da drin, weil die Rahmenbedingungen sie zwingen, in diesem System zu wirtschaften. Stimmt nicht ganz, weil es ja immer eine Alternative gibt, über die ich ja ohnehin hier die ganze Zeit spreche. Aber all das zeigt das System von Landwirtschaft, das wir für den Normalfall halten, ist total instabil. Es funktioniert nur durch massiven Input von außen. Es funktioniert nur durch massiven Input von Stoffen, die an anderer Stelle, und zwar genau dort, wo eigentlich die Produktionsgrundlagen für unsere Nahrungserzeugung sind, nämlich in den Ökosystemen, Schaden anrichten. Und es ist instabil, weil die Bauern sich nicht darauf verlassen können, dass sie dort ein Lebensunterhalt wirklich haben. Also mir ist das neulich nochmal klar geworden, Sie kriegen das ja sicher mit dieser afrikanischen Schweinepest, die jetzt sozusagen uns umzingelt hat. Jetzt ist sie ja schon in Belgien aufgetaucht, die kommt irgendwann. Und ich verstehe gut, dass Bauern, die eine Spezialisierung auf Schweinemast haben oder Sauenhaltung, dass die in höchster Panik sind. Verstehe ich gut. Bei uns auf dem Hof hat es nach dem Krieg 50 Arbeiter gegeben und alle Produktionsverfahren, die Sie sich vorstellen können, alles. Da waren auch Schweine dabei. Wenn man damals die Schweine hätte zumachen müssen, wäre das sehr ärgerlich gewesen und man hätte für die Schweinefrau eine andere Funktion suchen müssen. Aber das hätte den Betrieb nicht umgeschmissen. Die Spezialisierung, in die wir reingeraten sind, durch die ökonomischen Zwänge, aber auch durch die Beratung, durch kluge Leute, macht uns höchst verwundbar, macht auch aus diesem System ein sehr instabiles. Womit ich bei der Frage wäre, die eigentlich für den heutigen Abend zu behandeln wäre, nämlich was ist ein stabiles System? Keine Angst, ich brauche nicht nochmal dafür schon, das war schon. Sie sind ja hier noch in Baden-Württemberg, also ist ein Bild vom Bodensee für Sie nahezu Heimat. Das ist schön, oder? Hier mit dieser kleinen Kirche. Oder? Schön. Das Problem ist, diese Apfelplantagen hier sind ein extrem instabiles System. Haben Sie das Wunder von Malz gesehen im Kino? Kommt auch. Das war noch gar nicht da, oder? Kommt her. Schauen Sie sich das an. Da geht es um das Thema. Denn hier stehen Reihe um Reihe Äpfel. Und diese Äpfel sind zum großen Teil noch eine Sorte oder ganz wenige Sorten und die Sorten sind blöderweise auch noch die, die besonders empfindlich sind und die Unterlagen, also auf die gepropft ist, sind sowieso europaweit dieselben. Dieses System ist extrem instabil. Wenn Sie da nicht 30 Mal im Jahr mit der Spritze durchfahren, können Sie keine Äpfel an. So, jetzt können Sie so ein System, so ein Obstgarten natürlich auf Bio umstellen. Dann ist das immer noch instabil. Ja, dann fahren Sie mit Spritzmitteln durch, die halt biokonform sind. Die sind hoffentlich mit weniger Nebenschäden verbunden. Aber das System ist instabil. Stabil wäre das. Wir haben bei uns auf dem Hof, man muss sehr vorsichtig husten, wenn man sowas hat. Vor allem alle Leute vom Stuhl. Bei uns auf dem Hof gab es früher einen Obstgarten, von dem stehen noch zwei Bäume, aber es gab einen Obstgarten, der so recht groß war und wo richtig Erwerbsobstbau betrieben wurde, also für den Markt. Da ist nie jemand mit der Spritze reingegangen.
Und trotzdem haben die da viel Obst verkauft. Woran lag das? Weil natürlich nicht nur Äpfel und nur eine Sorte standen. Da standen sehr, sehr viele verschiedene Obstarten und auch viele verschiedene Sorten. Und wer weiß, vielleicht wussten die Altvordern auch noch, welche Kräuter man drunter anbaut, damit es dem Obst da oben gut geht. Und weil die Verbraucher auch nicht in Ohnmacht gefallen sind, wenn ihre Äpfel ein bisschen scharf hatten, was zeigt, wie groß man das System denken muss, wenn man über stabile Systeme denkt. Dann muss also der Markt und die Verbraucher mit rein. Das ist eine gute Nachricht. Danke sehr. Jetzt kommt ein zweites Geräusch. Pluck. Danke sehr. Nun weiß ich ja, dass dieses stabilere System hier, das ist nicht unser Obstgarten, das ist irgendein, das habe ich aus dem Internet gefischt, das ist eine Raubkopie. Dass dieses System hier sich deswegen zum anderen System gewandelt hat, weil es arbeitswirtschaftliche Gründe dafür gibt. So wie ein Buchenmischwald, der ein eindeutig stabiles System ist, da muss auch nie jemand rein, damit da Holz produziert wird, also mit der Spritze oder mit Düngemitteln. So ist das eines, und wenn wir über die Frage nachdenken, wie müssen Agrarsysteme der Zukunft ausschauen, dann müssen wir eben versuchen, so nah wie möglich an solche natürlichen, vielfältigen, stabilen Systeme dranzukommen. Der ökologische Landbau macht an ein paar Stellen das bereits dadurch, dass er einfach vielfältigere Fruchtfolgen fährt. Weil was wir nicht auf der Fläche mischen können aus arbeitswirtschaftlichen oder Mechanisierungsgründen, müssen wir halt in der Zeitabfolge mischen. Aber ich glaube, dass da noch viel mehr möglich ist auf die Dauer. Sag mal, Gott, das ist interessant. Oh Gott, das ist ja schrecklich. So geht es ja mit dem Leben, manchmal mal entdeckt irgendwas Tolles, spielt damit und schon ist alles in Eimer. So. Das Bild habe ich auf den Philippinen aufgenommen. Ich habe Ihnen ja vorhin erklärt, dass ich auf den Philippinen gewesen bin vor 3 Jahren. Und dieses Bild zeigt ein instabiles System, nämlich eine Ananasplantage. Wie die Fahrgassen andeuten, wird hier drin gespritzt. Für die Leute, die in der Nachbarschaft wohnen, ist das die bessere Alternative, wenn nämlich das meiste wird dort mit Hubschraubern gespritzt. Da gibt es zwar keine Fahrgassen, aber die Leute haben das alles in den Lungen. Das ist ein wirklich großes Problem. Ganz nah von dort habe ich dieses Bild aufgenommen. Das war bei einem Bauern, der Ökolandbau macht. Organic Farming. Diese Bauern, müssen Sie wissen, sind ungefähr im Durchschnitt der asiatischen Bauern, nämlich 1,5 Hektar. So ist das bei dem hier auch gewesen. Und auf seinen 1,5 Hektar baute dieser Mensch, ich glaube, es waren 90 verschiedene Pflanzen an. Diese 90 verschiedenen Pflanzen sahen für mich als europäischen Bauern eben eher unordentlich aus. Also ich dachte, man muss da mal aufräumen. Aber als der begonnen hat, mir zu erklären, warum das da alles ist, da wurde mir sehr, sehr viel klar, dass das nicht nur ein höchst stabiles System ist, weil die Pflanzen in Interaktion miteinander sind, weil da im Übrigen auch Pflanzen darin sind, von denen man dann Schädlingsbekämpfungsmittel gewinnen kann. Oder dann hatte er das, ist ein anderes Bild, da hat er in einem Eimer irgendwelche merkwürdigen Sachen zusammengemischt und es roch sehr unappetitlich war. Und die hat er dann ausgegossen. Ich glaube, das waren einfach effektive Mikroorganismen, was der da gemacht hat, auch wenn er es nicht so nannte. Und was mich am meisten fasziniert hat, ist, dass der Bauer da mir gesagt hat, auf meine Frage, warum macht er Organic Farming, hat er mir gesagt, die Vielfalt macht mir mehr ökonomische Sicherheit und ich erzeuge hier viel mehr und ich habe es nicht notwendig, die ganzen teuren Betriebsmittel zu kaufen, die ich mir nicht leisten kann. Und wegen der Gesundheit. Und da war ich ganz überrascht, weil ich gedacht habe, gesund essen, das ist doch so eine Luxussache, nicht? Also arme Leute haben erstmal Hunger, die müssen mal satt werden, aber gesund essen. Und dann ist mir klar geworden, wie beknackt diese Idee war von mir. Denn ein Mensch wie dieser philippinische Bauer, für den ist Gesundheit viel elementar wichtiger als für mich. Der hat keine Krankenversicherung, den Doktor kann er sich nicht leisten, das Krankenhaus gibt es gar keins in der Gegend.
Deswegen ist diese Stabilität dieses Systems sehr viel mehr als nur die Stabilität von Pflanzen. Es ist auch eine Stabilität eines ökonomischen Systems, eines ökosozialen Systems. Und es ist obendrein ein hochproduktives System. Und das hängt mit etwas zusammen, das müssen Sie sich jetzt anhören von mir, obwohl es sehr technisch klingt, mit dem Blattflächenindex. Der Blattflächenindex sagt, wie viel Quadratmeter Blatt auf den Quadratmeter Boden, der drunten ist, habe ich. Wie bereits hier ist wahrscheinlich ein Blattflächenindex von 1,3 oder so, also mehr als Fläche drunter ist. Wenn Sie den Buchenmischwald nehmen, wird er ziemlich groß, der Blattflächenindex. Und das funktioniert, und Sie haben im Buchenwald unten drin auch noch grüne Pflanzen, weil eben Pflanzen nur einen Teil des Sonnenlichtes ausnutzen können und deswegen viele Pflanzen auch im Schatten wachsen. Und dieser Blattflächenindex zeigt, wie viel Photosynthesefläche zur Verfügung steht. Und die Photosynthese ist ja das, wo der Ertrag entsteht. Die Pflanze ist ja nicht nur Produkt, die ist ja auch Produzent, die produziert sich selber über die Photosynthese. Und wenn Sie jetzt hier auf der linken Seite, also schematisch dargestellt, einen großen Blattflächenindex haben, können Sie einfach mehr erzeugen als auf der rechten Seite, wo Sie in einer Etage nur die Blätter haben und der Index ist geringer. Und bei meinem Freund auf den Philippinen ist er unendlich groß. Der beginnt mit einer Palme da oben, da kommt der Avocado-Baum, da kommt die Maispflanze, da kommt die Maniok oder was weiß ich. Und alles nimmt teil in Etagen am selben Sonnenlicht. Und deswegen ist das ein hochproduktives System. Wieder, auch wir haben hier ein Problem im Vergleich zu dem Bauern. Der hat sehr, sehr wenig Land und vergleichsweise viel Arbeitskraft. Bei uns ist das umgekehrt. Wir müssen mechanisieren und wir müssen auf der Fläche dasselbe anbauen, um dann mit der Maschine durchzukommen. Die interessante Frage ist, gibt es nicht Entwicklungen, die es uns ermöglichen, noch näher an natürliche Systeme heranzurücken, von denen wir im Normalfall, also natürliches System ist durch Vielfalt gekennzeichnet, extrem weit weggekommen sind? Das wollte ich noch vorher zeigen. Das, was mit den philippinischen Bauern so ökonomisch und ökosozial stabil macht, hat dazu geführt, dass in Indien mittlerweile der dritte Bundesstaat komplett auf Öko gestellt. Waren das bewusst? Haben Sie das schon mitgekriegt? Also begonnen hat das mit da oben, mit Sikkim. Sikkim ist ein ganz kleiner Bundesstaat im Himalaya, da leben nur ein paar Millionen Leute. Aber immerhin ist es mittlerweile Andhra Pradesh und Andhra Pradesh hat 60 Millionen Einwohner. Das ist nicht wenig. Die nennen das nicht Organic Agriculture, sie nennen es Zero Budget Agriculture. Sie nennen das eine Landwirtschaft, ohne dass man Geld braucht, um sie zu betreiben. Mit anderen Worten, ohne teure Betriebsmittel. Es läuft doch selber raus. Die machen das doch nicht, weil sie jetzt von Langeweile besessen wären. Oder sich unbedingt mal ein neues Spielzeug hätten ausdenken wollen. Die machen das, weil es ein hochproduktives System ist. Weil es für die ökonomische Situation der Bauern, für die Ernährungssicherung das Beste ist. So, jetzt das, was ich gerade sagen wollte, dass wir genauso nicht arbeiten können, ergibt sich ja schon darauf, dass wir nicht in den Tropen leben. Es muss ja jeder für seinen Standort das richtige System finden, das stabil ist. Aber das uns möglicherweise, ach Gott, das auch noch, kann ich das lassen? Ich habe es nur hingeschrieben, ich hätte auch was dazu gesagt, weil das auch auf dem Plakat stand, aber Sie verschmerzen es sicher, wenn das jetzt bleibt. Können wir auch in der Diskussion noch drauf kommen. Dass es technologische Entwicklungen geben könnte, die uns zu so stabilen Systemen hinführen, könnte im Zusammenhang mit der Digitalisierung sein. Ich habe vor mittlerweile anderthalb Jahren auf einem Podium gesessen mit Liam Conlon. Liam Conlon ist das Vorstandsmitglied von BASF, von Bayer, das diesen Monsanto-Deal verhandelt hat. Und ich habe auch auf der Bühne Herrn Conlon eine Wette angeboten. Ich habe gesagt, um eine Kiste Champagner, in 15 Jahren verkaufen Sie keine Herbizide mehr. Wissen Sie was, der hat die Wette nicht angenommen.
Irre, oder? Dabei kann der kann sich ein Kistel Champagner viel besser leisten als ich. Aber ihm war auch klar, vermute ich, dass wir über die Landtechnik sehr schnell eine Situation kriegen werden, wo wir diese Herbizide nicht mehr brauchen werden. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Das mag dann so ausschauen wie dieses Roboterchen, was auch noch mit einer Solarzelle auf dem Kopf, das ist ein kleiner Film, den ich Ihnen aber hier nicht vorstellen kann, das habe ich als Standfoto aus dem Internet. Wie immer das wird, nur Sie können es sehen, dass überall, in allen Landtechnikfirmen und dazu noch in ziemlich innovativen Startups an solchen Sachen geforscht wird. Da kommt sehr schnell sehr viel, bin ich überzeugt. Als diese Glyphosat-Debatte auf ihrem Höhepunkt war, hat mich ein Freund, der ein konventioneller Winzer ist, angesprochen und hat gesagt, Leute, wir brauchen das Glyphosat so unbedingt, weil bei uns auf den Steillagen kriegen wir das Unkraut sonst nicht bekämpft. Wir sehen, in der Ebene kann der Weinbauer das mechanisch problemlos machen. Da hat er, man nennt das Stockräumer, das ist so ein Ding, was man an diesen kleinen Weinbauer-Schlepper hinten dran macht und das fräst so um diesen Rebstock rum. Aber die Dinger können halt nicht auf der Steillage fahren und deswegen brauchen die dort Glyphosat. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, das ist einer der Gründe, warum ich will, dass ihr kein Glyphosat mehr habt. Weil wenn ihr kein Glyphosat mehr habt, so wie unsere Bio-Weinbauern, dann haben wir ratzfatz selbstfahrende kleine mit Raupen betriebene Fahrzeuge, die diesen stockräumenden Hang darauf ziehen. Das ist gar kein Problem. In der Zeit, wo sie einen BMW fahrerlos über die Autobahn schicken können, können sie doch so eine Raupe den Hang darauf schicken. Sie brauchen nur genug Leute, die es kaufen, damit die Firmen das entwickeln. Also wie gesagt, es gibt da so ein Wort, was mir gerade nicht einfällt, für so doch disruptive Entwicklungen, also Technologieentwicklungen, die wie alles auch in der Natur nie so ganz linear verlaufen, sondern so Hockeyschlägerkurve heißt das dann. Leider in der Natur läuft es anders, da läuft es meistens so. Ich habe Ihnen dieses Beispiel gezeigt, ich zeige Ihnen ein anderes, das können Sie im Internet finden, das ist Laguna Blanca. Das ist eine Farm in Argentinien, die vom North Face-Gründer Doug Thompson eingerichtet wurde. Diese Farm in einem Gelände, das total erodiert war. Und was der gemacht hat, ist, dass er an den Höhenlinien entlang Feldgrenzen eingerichtet hat und dann streifenweise angebaut hat. Auf die Weise war die Erosion gebremst. Mittlerweile ist das eine sehr fruchtbare Farm, die er da hat. In Zeiten, wo man mit GPS zentimetergenau fahren kann, wäre das schon heute ein Thema, vielleicht nicht für die Schlaggrößen, die sich hier in Württemberg sind, aber wenn Sie nach Sachsen-Anhalt fahren, könnte man das heute schon machen. Oder man könnte Flurbereinigungsverfahren so durchführen, dass am Ende die Landschaft so ausschaut, dass obendrein sehr hübsch wäre. Für die Biodiversität wäre es jedenfalls sehr vorteilhaft und es wäre auch spannend eben gegen Erosion. Diese zwei Beispiele nur einfach, um zu zeigen, was wir tun müssen, im Zusammenhang mit Technologie ist sozusagen aus der Box rauszudenken. Uns Möglichkeiten vorzustellen, wie Landwirtschaft auch ganz anders ausschauen könnte. Und wenn wir über Humusaufbaufragen sprechen, Bodenfruchtbarkeitslandwirtschaft, regenerative Landwirtschaft heißt das da, sind ganz, ganz spannende Sachen, die da möglich sind und anstehen. Und dass das Ganze auch im Sozial möglich ist, hier ist eine Solawi, auch da sind ja Innovationen, die Systeme stabilisieren können. Nicht? Wenn sich Bürger zusammentun und einer Bauernfamilie helfen, ihre ökonomische Situation zu stabilisieren, weil sie sagen, wir zahlen euch, was ihr macht, dafür kriegen wir eure Produkte, davon haben wir beide was, dann ist das nichts anderes als eine Stabilisierung von Systemen. Ich beende meine Vorträge seit Jahren mit diesem Bild. Das haben Sie auch schon gesehen vor, das war 6 Jahren. Das ist dieses Plakat von der Anuga, die haben das sicher längst weggeräumt. Also Sie haben es über Jahre gehabt. Anuga ist die Welt- und Genuss, die Weltleitmesse für Nahrungs- und Genussmittel in Köln. Und was die darstellen, fasziniert mich jedes Mal wieder. Diese wollüstige Mund, der die zurechtgeformte Erdkugel verknuspert, weil das ein unglaublich eindrückliches Bild von dem ist, was wir im Begriff sind zu tun mit dieser Welt, die unser gemeinsames Haus ist, wie das Papst Franziskus so unnachahmlich gesagt hat.
Danke sehr.